Causales habe ich vor 5 Jahren kennengelernt. Damals kam ich neu nach Berlin aus Indien und ich wollte möglichst schnell die deutsche Kulturszene kennenlernen, besonders in Berlin natürlich. Ich wollte wissen, was sich tut im Bereich der Markenbildung von Kultur. Und ich bin bei meiner Suche auf Causales gestoßen und habe das auch nie bereut. Hans-Konrad Walter und Eva Liebeburg waren von Anfang an hochkompetent. Sie haben mir ihr Netzwerk angeboten, sie haben mich beraten. Ich bin dann zum Kulturinvest gekommen und dieses Jahr wird meine 5. Teilnahme sein. Bei diesem Kulturinvest habe ich ganz interessante Leute aus der Kulturbranche kennengelernt. Das Spezielle daran ist, dass es sektorenübergreifend ist, dass es kunstspartenübergreifend ist. Man trifft genauso große Institutionen wie auch kleinere Künstlergruppen oder einzelne Künstler. Man trifft Kulturmanager, man trifft Marketingleute. Das Ganze ist eine sehr gesunde und sehr informative Mischung. Eine gute Möglichkeit der Vernetzung. Was haben wir an Projekten gemeinsam gemacht? Wir haben sehr viele Beratungsstunden gehabt, wo wir einfach unsere Informationen ausgetauscht haben. Das Goethe-Institut ist ja anders als die deutschen Institutionen, die feste Häuser haben. Wir sind international tätig. Wir haben an 150 Orten unsere Häuser. Das war eine ganz neue Situation auch für Causales und sie haben sich fantastisch darauf eingestellt. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass es noch mehr Vernetzungsmöglichkeiten gibt, dass die internationale Komponente noch etwas stärker vertreten wird, denn Kunst ist heute nicht mehr national, Kunst ist global, der Kunstmarkt ist global, deutsche Künstler sind überall zu finden, auch hier in den Emiraten sind sie sehr stark vertreten und eben ausländische Künstler sind in Deutschland stark vertreten. Da ein gutes Netzwerk zu schaffen, das traue ich Causales zu und ich wünsche euch für die Zukunft viel Erfolg und viele nette Kontakte.